weiß, wo ist die Play-Taste? Ach, wie habe ich dieses Lachen vergessen? Willkommen zu einer weiteren Folge, einer neuen Folge. Zurück zu SkyQuest. Ich war mir nicht sicher, ob ich es noch bringen werde, weitermachen werde. Und wir sind wieder zu hier. Wir sind wieder zurück, zusammen mit der Katze. Und mit... Louis, bist du auf deinem Baum? Hallo, nein, ich kümmere mich darum, dass er abgebaut wird, der Baum. Hallo, warum hast du so eine bescheuerte Brille auf? Weil, damit ich dich besser sehen kann. Leute, es ist lange her, zwei Wochen in Japan und nebenbei ist hier eine ganze Menge passiert in SkyQuest und ich baue mir mal ganz kurz. Da ist zum Beispiel ein großer Baum gewachsen und jetzt ist hier ein großes Loch. Also, um das ganz kurz für die Early-Zuschauer zu erzählen. Baloui hat mit Hilfe von Bäumen einen insgesamten Harvester-Kill-Counter von 2 und er hat ein Tesseract zerstört. Wie geil ist das denn? Ich habe mir gerade chillig einen Ständer gebaut für mein Mikrofon. Also, du hast dir einen Ständer, ja. Er hat sich einen Ständer gebaut. Nein, das Problem ist, mein Mikrofon, das liegt halt die ganze Zeit auf dem Tisch, weil ich habe mir von meinen Eltern mein Mikro zuschicken lassen, weil ich das zu Hause vergessen habe. Und es liegt halt in dem Sinne auf dem Tisch. Und deswegen hat es einen scheiß Klang, weil ich immer so ein bisschen weiter weg davon bin. Und ich habe jetzt einfach Bücher drunter gelegt. Jetzt bin ich direkt nach vorne, jetzt habe ich die perfekten Klang. It's a kind of magic, 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 magic. So, was ist hier passiert, Leute? Ich brauche eine Rundführung. Ja. Ein Baum ist gewachsen. Also zuallererst, die Hälfte von dem, was passiert ist, ist wieder kaputt. Ja, also im Endeffekt, ich habe die Windmühle abgerissen. Also als allererstes, Leute, ihr könnt in die Kommentare schreiben, wer von euch hat bei Baloui und Items weitergeguckt und wer ist jetzt wieder hier, beziehungsweise wer guckt generell weiter? Wer ist jetzt wieder hier? Das würde mich mal interessieren. Wer hat weitergeguckt? Wer hat mitgekriegt, was abging? Aber ist es mir egal, ob ihr das schon wisst. Wir werden jetzt trotzdem einmal eine Rundführung machen, was hier so abging, was ist jetzt neu ist. Das hier kennt ihr noch, das habe ich gebaut. Seht ihr hier, da, ne? Kennt ihr? Habe ich gebaut und das... Nur, ja. Dass ich dann die Einspeisung in den Ofen nach einer Zeit zerstört habe. Wo ist... Alter, du meinst den? Ich dachte, du redest von dem Baum da hinten. Nee, der Baum da hinten ist gar nichts. Wir hatten hier eine wunderbar autark funktionelle Farm für Beef Wellington. Wir konnten Essen herstellen. Und dann hat sich Baloui gedacht, ich habe Pulz gepflanzt. Und auf einmal war hier ein Redwood so groß wie der verdammte Ender Dragon, wenn er sich 10-mal aufeinander stapelt und der Länge nach in den Schwanz beißt. Ich habe gedacht, es wäre eine gute Idee, hier ein kleines Wäldchen der Gemütlichkeit halber hinzupflanzen. Und? Lassen wir es mal, denken wir es durch. War es eine gute Idee? Es war eine gute Idee. Du darfst hier nicht knutschen, das tut Schmerz. Guck, das tut weh, das tut aua, das tut ganz doll Schmerz. Aua. Ja. Diese Sachen hier mitnehmen. Oh, ich stehe drauf. Entschuldigung. Mein EP. Baum ist weg. Ja, hier, mit dem Baum hat er übrigens... muss jetzt auch noch wegmachen. Mit dem Baum hat er übrigens ein... Jetpacks! Wir haben die hatten wir schon ziemlich, als du weg warst. Ja. Und da haben wir uns gefragt, warum wir nie auf die Idee gekommen sind, Jetpacks zu craften. Oh, der PC ist von unten voll warm. Ich habe kalte Füße. Oh, schön warm. Genau, ich habe die Windmühle abgebaut und ich habe jetzt angefangen, mein Design hier zu machen. Ja, wo ist denn hier unser Teleportteil, damit wir irgendwann mal vielleicht mal zurück in unsere Zeit kommen? Die Matrix ist im System drin. Also, okay. Ja. Ja. Dann habe ich uns die Smeltery ein bisschen fancy gemacht. Ja, die Smeltery ist groß geworden. Ja, nicht ganz so groß, wie ich sie haben wollte. Die wird noch größer. Ja. Wir mussten die Energieversorgung etwas optimieren. Deswegen haben wir unten jetzt überall so... Nee, die funktioniert immer noch nicht. Feucht. Oh Leute, wir kommen nie wieder zurück in unsere Welt. Das ist das Problem. Das Scheißding nimmt das scheiß Brot einfach nie an. Ja, du solltest vielleicht weil es kein richtiges Brot, sondern Toast ist. Ja, Toast. Ja, das Toast. Damit sind wir auch hergekommen mit dem Toast. Ach so. Haben wir Toast? Ja, hast du versucht, ihn mit Marmelade zu bestreichen? Die kinetische Energie beim Fall könnte das antreiben. Ich glaube, wir müssen erst alle Quests machen, bevor hier wegkommt. Das kann sehr gut sein. Haben wir überhaupt noch Questbücher? Ich habe keine Ahnung. Ja, ich habe mein Questbuch vor ein paar Folgen weggepackt. Leute, es ist eine Menge passiert. Es hieß, dass... Ach so, okay, komm mal ins Schlafzimmer. Die Herren haben keine Quests, also so gut wie keine Quests weitergemacht. Guck mal ganz kurz, was zum Abgeben gibt. Die haben mir erzählt, die haben wirklich nur produktiv was gemacht, was man halt gebrauchen könnte. Oh, hier ist eine Quest. Zum Beispiel ein Riesenbaum. Und eine Energiekartoffel. Oh, Mopham Hunter. Können wir natürlich auch abgeben. Das ist ja wiederholbare. Und noch eine Energiekartoffel. Und. Was bringt die Energiekartoffel? Energie. Ja, Energie. Ganz viele Energiekartoffeln. Krass. Botanical Engineering. Das Ding habe ich doch schon gesehen. Das hättet ihr mal abschließen können. Bees and Trees. Oh, da haben wir auch ein bisschen was. Ja, das Bees and Trees ist meins. Finger weg. Okay, kannst du abgeben. Interessant aus. Applicated. Okay, oh, was ist das denn hier? Jetzt weiß ich nicht, wo ich es hin tun soll. Achso, die Quests haben wir auch.
Applied Engineering, wie schalten wir denn die nächsten Quests frei? Ja, du kannst gerne dich die jetzt, also ich denke mal, du musst diese ganze Standardmaschinen bauen. Und wir haben gedacht, das ist so genau dein Metier, das lassen wir dir mal über, bis du wiederkommst. Ja, aber das ist nur eine Quest, die ich schon abgegeben. Nee, du musst in den anderen Bäumen, da sind ja überall so Sachen, die noch gebaut werden müssen. Diese Standardmaschinen. Und wir haben uns gedacht, das lassen wir dir, damit du was tun hast, wenn du wieder da bist. Eigentlich wollten wir den Baum zum Fällen da lassen, aber... Was kann ich... Alter, wo kommen denn die ganzen Kartoffeln her? Hier, aus dem da. Ich habe das gebaut. Im Endeffekt machen wir aus einem Elite-Nugget, einer Kartoffel und einem Redstone 16.000 Energie. Und ich habe mir das dann irgendwann mal so gegönnt, weil das ist so Energie, die man mithaben kann. Und vor allem, wenn es aufgebraucht ist, ist es eine Kartoffel, die man essen kann. Weil, Items? Ja. Kannst du mir das erklären? Was denn? Warum wird das Ding von einer Baked Potato... Ach so, wenn die Energie leer ist, kommt da eine Baked Potato raus. Ja, ja, deswegen. Die wird dann das ist ja zu einer gekochten Kartoffel. Soll ich dir einen Jetpack bauen? Möchtest du einen? Ja. Na gut, dann bin ich mal so da, wenn er das macht, willst du vielleicht kurz noch unser Schlafzimmer angucken? Ja, Moment, ihr müsst mich gleich komplett mal rumführen. Machen wir so. Wir sind doch gerade alles, dabei. Was es neu gibt. Ich muss mal einmal ganz kurz hier, ich will überall Potatoes reinpacken. Ich wäre jetzt gerade von der Welt gesprungen, ohne dass ich meinen Jetpack an hatte. Das ist immer das Beste, wenn das passiert. Ich kann mich übrigens daran erinnern, dass wir beide das kurz hintereinander gemacht haben mal. Nein, das machen nur Unfähige wie du. So, ich bin Balu. Ich packe nochmal hier kurz Sachen ins ME. Ich bin nicht. Du bist nicht Balui? Nein, ich denke, du bist nicht Balui. Du denkst nicht? Weg. Ich denke, du bist ein Arsch. Early, wir mussten übrigens deine automatische Erzeschmelze kaputt machen. Warum? Weil du hast nämlich vergessen, dass diese Erze, die verarbeitet wurden, leider in Sachen verarbeitet wurden, die wir nicht mehr einschmelzen konnten. Warum? Und das war ein großes Problem. Wenn die Dinger durch den, wenn er das direkt gebrannt wird, wird er zu den Ex-Nihilo-Ingots und das bedeutet im Endeffekt, dass diese Ex-Nihilo-Ingots nachher nicht kompatibel mit Tinkers Construct sind. Die könnt ihr aber umcraften. Ja, zu umcraften, was aber nicht nötig ist, weil wir sowieso die Sachen verdoppeln können. Ja, ich meine nur, ihr könnt hingehen, ne, und die Schlafzimmer, Schlafzimmer. Ja, so, Moment, was also, die Schmelze ist, die hat sich nicht verändert. Okay, sie auch, ist ganz groß normal. Wie, die Schmelze hat sich nicht verändert? Ich habe die Schmelze ein bisschen verbessert. Was wird denn hier weggeschmissen? Das kann ich dir von hier vorne erzählen oder erklären. Je nachdem, welcher Lever an ist, sobald der Lever aus ist, wird das Zeug in der Schmelze darin rausgegossen. Okay? Soweit ist ja logisch. Ja. Dann passiert es ja manchmal durch Verbindungen, durch Lackierungen und sowas, dass sich die Casting Bins nicht komplett füllen können und wir dann Zeug über haben. Und weil wann wird das dann gelöscht? Ab dem Moment, wenn du sagst, okay, das ist jetzt hier stecken geblieben, dann drückst du den Knopf hier oben und der recycelt dann automatisch das restliche Zeug. Und das haben wir auf beiden Seiten gebaut. Also das ist ich chillig, auf beiden Seiten gebaut. Okay. Und der komplette Output kommt mal hinter Ruby. Okay. Early hat einen Hintern. Wir haben hier das QED habt ihr gebaut, das ist cool. Ja, das ich war's. Bitte, was haben ich alleine. QED. Warum sollte das falsch gewesen sein, Early? Wir müssen nein, das zu. Hat gut gemacht. So bringt das, glaube ich, nichts. Jetzt rede ich in Erinnerung. Das hat funktioniert. Nein, Early. Ja, das aber die schnellste du kannst, maximal so. Ich glaube, die kannst du nicht quersetzen. Doch, kannst du. Das habe ich im Kopf. Ich kann sogar das Ding hier drüben hinstellen, bis zu 8 Blöcke entfernt und das Ding gibt trotzdem noch Energie. So. Oh, ich habe ein eigenes Bett. Hinlegen! Ja. Das erste Mal schlafen! Balui! Nein, muss heute sein, Jetpack. Du gehst jetzt schlafen! Nein! Ich will nicht. Wartet, ich hab sein Jetpack fertig. Guck hier. Achso, ja. Direkt ein Stufe 2 Jetpack. Hier warte mal. Jetzt, wo ich es gerade bemerke. Balui, hast du Donnerstag schon was vor? Donnerstagabend um 19 Uhr? Noch nicht. Gut, dann hat Items auch nichts vor und ihr könnt euch denken, worum es geht. Ja. Cool. Guten Morgen. So, Leute. Was geht denn jetzt ab hier? Also im Endeffekt bin ich gerade hier dabei, unser Haus so zu bauen, dass wir dann hier auf beiden Seiten Crafting-Terminals haben. Also, du musst dein Jetpack jeder aufladen. Hat ein eigenes Crafting-Terminal später. Das darf er sich auch gerne in der Farbe wünschen, ich wie er das haben gerne, möchte. Wir müssen noch basteln. Wireless Charging. Das werde ich basteln. Wo laden wir denn auf? Wireless Charging? Wir haben noch nicht genug, um Wireless meinst du Wireless Nein. Access oder meinst du Wireless Charging? Charging. Das funktioniert nicht. Du hast kein Ender.io. Die Mod ist nicht drauf. Das war's von Terminal Expansion. Wie soll das von Terminal Expansion sein? Es gibt nichts, was Wireless Charge von Terminal Expansion. Das ist Ender.io. Sicher? I'm absolutely sure about that. Hast du dein Jetpack aufgeladen, Ali? Ja, Moment. Nein, habe ich nicht. Redstone Chargepad. Das. Du bist gerade im Gedöns. Yay! Wie lösche ich was?
Runterschmeißen. Ja, schmeiß es einfach aus der Welt. Der Moment, wenn ich es fange, ist es Loot. Dann ist es nicht mehr gecheatet. Wirf's hier runter, ich fang's. Ich krieg das! Ah! Und damit ist Kat tot. Hi. Achso, in der Zeit, wo Early weg war, bin ich übrigens viermal gestorben. Ja, und ich war da well nicht einmal schon. Das ist natürlich cool. Laser Drill Precharger. Oh, wir können Laser Drill benutzen. Ja, ja, das können wir nochmal zwei zu bekommen. Was heißt soweit? Das kostet uns gar nicht so viel. Okay, machen wir ganz kurz. Wir müssten uns nur hinstellen. Wir können ja jetzt endlich wieder richtig weitermachen, oder? Ja, wir können jetzt Gas geben, wo Early wieder da ist. Ja, wunderbar. Jetzt brauche ich habe irgendwas nicht richtig gemacht. Was hast du nicht richtig gemacht, Balu? Ich spreche mit mir. Ich weiß nicht. Guck dir mal hier die Hardened Energy Cell, die obere, an. Die füllt sich nicht. Ich habe die falsch gemacht. Wobei, ich probiere das mal ganz kurz aus. Wir haben ja hier, ne, eine Kartoffel. Die obere, die füllt sich nicht. Die entfüllt sich jetzt gerade. Die geht ja, leerer. Warte, jetzt müsste sie sich füllen. Tut sie. Jetzt tut sie's. Ja, du hast den Input oder den Output. Leute, guck mal, es funktioniert, habe ich doch gesagt hier. Guck, wir können unsere Sachen aufladen. Aber das ist doch nicht wireless. Natürlich. Wo ist das wireless? Wir müssen davor stehen. Ja, das meine ich ja. Klappt nicht. Das ist aber nicht wireless. Weil keine Energie mehr hat. Ja, deswegen haben wir ja hier die Kartoffeln. Moment, ich füll nach. Bitte. Ja, voll. Siehst du, okay. Also das ist nicht wireless. Aber okay, gut. Dann meintest du das. Das wusste ich jetzt nicht. Redstone Chargepad merken. Ich schmeiß das jetzt weg. Was? Nein. Das Ding habe ich gerade gecheatet. Aus Versehen. Du bist doch zu bauen, ne? Awesome! Oh, hab ich hast du Spaß? Bin Early Boy. Ich hab immer Spaß. Katze, du kannst hier dein Dings wieder aufbauen. Was denn? Was denn? Wer hat denn ja, hier deine Farm, Katze. Nein, wir haben ausgemacht. Meine Konstruktion fürs Mikrofon lustig. Ja, dann soll sie es doch halten. Zum Lernen? Nein, ich denke nicht, dass ich das hier reparieren werde, sondern dass mir eigentlich vollkommen egal ist. Okay, wir evaluieren mal. Wer hat's kaputt gemacht? Wir müssen ihn noch rumführen. Was gibt's noch Neues? Was habe ich noch verpasst? Ja, hier, komm mit. Gehen wir da hinten. Bei der Mobfarm hat sich gar nichts getan. Ja, komm. Moment. Warum läuft die Baumfarm nicht? Katze? Ach so, ich weiß warum. Warum läuft denn die Baumfarm nicht, ha? Mal den Slutschbeutel. Nee, den. Aua! Den Mülleimer. Du hast mich gehauen. Was denn? Ich sollte mal ganz schnell mein Jetpack aufladen. Wo kann ich's aufladen? In dem Charger hier. Wo ist das? Wo? Ah, Energetic Infuser. Ja, ich erinnere mich. Machst du Ladi, Buddy? Hol du die Ladio. Kriegt auf einmal Tobsuchtsanfall. Ich weiß nicht warum. Wieso? So, jetzt führt mich mal hier noch restlich um. Rum. Machen wir so. Kann ich gerne umbringen, wenn du willst, ja? Führt mich rum. Jetzt bringt mich mal bitte noch um. Genau. Ja, bringt mich bitte um. So, dann komm mit. Hier, komm hier. Ich zeig dir den Türmchen. Wie kann ich hovern? Oh. Mit C. Was ist das theoretisch. Denn? Enchiridion. Was ist das denn? Was? Drück mal auf H. Was ist das? Hä? Balui, warum steht das jetzt schon wieder hier drauf? Ich hab's schon gemacht. Leute, was ist Enchiridion? Ich weiß nicht, was ein Enchiridion ist, kenn ich. Aber ihr habt das Menü auch, ne? Wenn ihr Das ist egal. Da ist ein Pinguin! Ihr müsst auf Image-Element klicken. Da ist ein Pinguin! Pinguin! Very simple to operate. Just click Abfui, bang, Pinguin! Was ist denn das hier? Wir können Bilder einfügen? Ich verstehe keinen. Egal. So, wo waren wir stehen? Ja, wir haben hier Baumfarm. Komm in den Turm. Ja, die Baumfarm, die haben wir, okay. Da hinten sind Bienen. Ja, damit habe ich mich ganz toll offline beschäftigt. Und hat das total zum Kotzen. Ja. Deswegen werde ich nur die Quests davon abschließen und das nie wieder anfassen. Ich finde es übrigens gut, dass das Erste, was Early macht, erstmal wieder Schafknuddeln ist. Ja, die Schafis haben mich gefehlt. Hier ist der Magieturm. Hier haben wir nur ein bisschen Magie mit einer Spüle. Kannst du Wasser. Wo ist denn dein Crafting-Terminal hin, Balui? Ja, du hast es kaputt gemacht. Es ist doch weg. Okay, ich guck mich mal um. Was gibt's hier noch? Ich hab's kaputt gemacht. Ist es weg. Hier ist ein bisschen Essenzen. Destillation. Okay, ja. Hier oben drüber kommt keine Ahnung was. Und dann müssen wir noch auf das Dach. Wo ist hier, warte, hier in der Ecke machen wir hier einfach ein Loch drin. Ein Loch, Mensch, also. So, und hier ist unser Infusion Table. Ich und mein Loch. Infusionsaltar. Ich und mein Loch. Ich und mein. Hier können wir halt besondere Magie sammeln. Aber das war's schon an Magie. So, das war's. Mehr haben wir eigentlich nicht geschafft. Also gemacht. Geschafft haben wir eine ganze Menge. Allein also die ganze Stromversorgung war schon viel Arbeit. Ihr habt das Ding jetzt hingekriegt? Ja, das war bei Louis. Ja, das muss in eine gewisse Himmelsrichtung ausgerichtet sein. Da funktioniert es erst.
Aber die produziert die RF? Ja. Siehst du, wenn du drauf gehst mit der. Mach einfach mal mit einer leeren Hand Rechtsklick drauf. Wie mache ich nochmal den. Okay, mach's doch nicht. Was geht nämlich nicht? Warum mach ich das nicht? Hat doch so mal funktioniert. Ja, aber wir haben keinen Saft dafür. Habt ihr? Haben wir. Jelorium. Ja, wir haben auch einen Reaktor gebaut. Ja, wir haben aber nicht genug Jelorium. Es wird nicht genug produziert. Wir haben über einen Stack. Im Moment. Aber wir brauchen es gerade nicht mehr. Wir haben genug Lava und so. Early, ich mach das massenproduktionsfertig. Das kann ich noch von Markt. Das krieg ich hin. Was ist Jelorium? Massenproduktion? Spaß. Du musst es erstmal bekommen. Das ist eine 1% Chance, dass das Sand rauskommt. Genau, das kommt halt immer nur 1%. Und wir haben den Server ja laufen lassen. Kannst du dir überlegen, wenn wir jetzt einen Stack haben, wie lange das gedauert hat. Was gibt's noch Neues? Die Mobfarm existiert noch. Nein, da hat sich nichts dran getan. Gar nichts. Okay, und der Turm ist halt weg. Ja. Habt ihr sonst noch was Neues gebaut? Ui. Wir haben einiges. Ich hab die Energieversorgung. Worauf stehen die Crucibles? Auf so Feuerzeug. Auf Pyrotheum Dust. Genau, beziehungsweise in dem Fall Pyrotheum Dust zu. Versiebenfacht die Lava-Produktion. Genau. Deswegen haben wir genug Energie. Ne, unsere Lava-Generatoren haben genug. Wir haben nur das Problem, jetzt haben wir festgestellt, dass die Kabel nicht mehr genug Energie transportieren. Ja, deswegen, da bin ich gerade im Moment dran. Ich mache gerade Redstone-Kabel. Genau, wir haben also müssen, glaube ich, auf jeden Fall hingehen und mal hier alle Maschinen irgendwann mal irgendwie abreißen und neu hinstellen. Das machen wir so. Vor allem mal die bessere Version davon, ne? Sobald wir die neue Insel dafür haben, unsere Verarbeitungsinsel. Der Teil hier von der Insel, wo wir hier sind, alles, was jetzt hier außerhalb von diesem weißen Ding ist, ist ja eigentlich Abriss. Okay, dann würde ich aber jetzt erstmal sagen, Leute, ist schon vorbei. Zurück. Oh ja, 16 Minuten. Geht weiter? Ja, die Folge ist schon zu Ende. Als Bruder, ich bin Balui. Wenn es euch gefallen hat, okay, das Ding ist mir auch noch erklärt. Das so, und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da. Dann sehen wir uns hoffentlich morgen in der nächsten Folge. Schreibt in die Kommentare, was ihr noch für Ideen habt, was wir in SkyQuest jetzt angehen sollen. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall in den nächsten Folgen um die Technik kümmern hier so ein bisschen. Zum Beispiel neue Festplatten und so ein Krams. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Bis dann. Ich danke fürs Zuschauen. Mir fällt gerade ein, ich brauche auf jeden Fall eine Insel für mich selbst, damit ich ein bisschen automatisierten Maschinenkram basteln kann. Wieso brauchst du dafür eine eigene Insel? Weiß ich nicht. Weil ich du hast ja auch eine eigene Insel mit deinem Turm. Ist ja in Ordnung. Ja, ja. Das ist nicht meine, aber... So, du kriegst auch noch meine eigene Insel. Bei den beiden anderen vorbei, die sind in der Beschreibung. Bis dann, tschüss. Tschüss. Wenn jetzt der Jetpack leer geht, lache ich.